Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfult. Weiter geht's mit den Kontaminieren beim Ausbruch. Schließt den Level ab, schließt den Level innerhalb von 40 Sekunden ab. No way. Gesund und sicher schließt den Level ab, ohne dass ein Glaszylinder im Labor kaputt geht. Okay, mal schauen, ob wir das schaffen werden. Mal kurz reinkommen in die Steuerung. Oh, mit dem hätte ich sprechen können. Naja. Wir arbeiten an einem neuen Slogan für unseren Energy Drink. Er muss die Werte der Firma verkörpern. Und natürlich auch das Menschliche hervorheben. Wie wär's mit Thirstfucker? Vollmensch! Das ist geil! Ich versuche Verbrechen zu destillieren. Ein Teil Diebstahl, zwei Teile schwere Körperverletzung und 74 Teile reines Ethanol. Im Wasser von Scheißhausen schwimmt viel Mikroplastik. Ich versuche es zu vergrößern. Makroplastik ist der neue heiße Scheiß in der Wissenschaftscommunity der Kontaminierer. Ich arbeite an Strohhalmen, die größer und biologisch schlechter abbaubar sind. Oh Mann, das ist doof. Alter, heutzutage alles immer biologisch abbaubar sein muss. Komme ich hier noch weg? Was habe ich getan? Das ist jetzt doof. Ach gut. Ich bin schon seit Tagen hier. Finde einfach den Ausgang nicht. Das hier. Das ist hier das reinste Labyrinth. Naja. Eigentlich wäre es nicht so schwierig. Ich muss echt mit dem Rauchen aufhören. Sneaker. Ich versuche diesen Sneaker besonders Macht zu verleihen. Alle halten mich für verrückt. Aber ich bin mir sicher, dass es geht. Da hast du recht, das funktioniert ziemlich gut. Okay. Wow, das ist ja ein riesiger Sneaker. Das nenne ich mal Wissenschaft. Die Abteilung für verschmutzige Energie ist mit ihren Zielen im Rückstand. Wir müssen dringend unseren CO2-Fußabdruck vergrößern. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns die Abteilung für Fast Fashion aussticht. Ah, das Wunder des Lebens. Und nur mit dem hätte man auch sprechen können. Schade, doof. Ich zerstöre einfach immer viel zu schnell alles. Was haben wir nur getan? Wir sind zu weit gegangen. Eine Fliege sollte niemals größer als eine Wassermelone sein. Hey Kumpel, hast du was zu essen? Bin auch nicht wählerisch. Schau, was sie geschaffen haben. Ist sie nicht knuffig? Aber wir hätten sie ruhig noch größer machen können.
biologisch angebauten Müll. So wird Verschmutzung billiger und nachhaltiger. Science Library. Diese Bibliothek ist echt klein. Schätze, die Kontaminierer lesen nicht wirklich viel. Die von den Brutalos ist viel größer. Was passiert hier bitte? Ich bin Experte in experimenteller Musik. Wie wäre es mit ein wenig Smooth Gabber? Oder vielleicht etwas Rough Jazz? Im Herzen der Kanalisation ist etwas faul. Ich liebe Verschmutzung, aber ich weigere mich, tiefer reinzugehen. Ich will mit diesem Monster nichts zu tun haben. Gut, ich glaube, das war alles hier. Los geht's mit dem Level. Keine Reagenzgläser kaputt machen im Level drin. Okay, wait, haben wir ein Rad. Okay, lief doch ganz gut. Okay, bevor wir wieder hingehen. Okay. Wahrscheinlich habe ich schon ein paar Reagenzgläser kaputt gemacht. Klinikel. Oh, fuck. Komm, gib mir die Waffe bitte. Danke. Als ob die nicht tot sind. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Weil das Spiel ja unglaublich immer schnell ist. Auch von der Kamera her und so. Shit. Ja genau, ich fall da runter. Alter, ernsthaft. Hallo?
mir auch schade. Okay, die sind alle dead. Keine Waffe. Yo. Lebt noch jemand? Irgendwo? Wenn ich es diesmal nicht schaffe, muss ich vielleicht wieder ein paar Schuhe anziehen, die mir irgendwie einen Boost verschaffen. Okay, gut, Reagenzgläser kaputt zu machen. I don't know, ob ich das schon geschafft habe oder nicht. What? Komm, wir gehen ganz kurz zurück zur Karte. Schau mal kurz die Schuhe an. Volle Munition, Köpfe easy, Zeit des Lebens, mächtigen Sprint. Explodierenden Türen finde ich vielleicht gut. Können wir versuchen? Mal schauen, ob uns das irgendwie was bringt. Gut. Knapp. Wieso explodieren die Türen denn bei mir? Es ergibt ja gar keinen Sinn, dass direkt vor mir explodieren die Türen. Okay, die Reagenzgläser sind wahrscheinlich schon zerstört. What? Okay, wait. Schuhe sind shit. Dann lieber ein zweites Leben. No. Junge, Junge, fängt heute gut an. Ich sehe schon, warum ich das letzte Mal nicht weitergespielt habe. Alter, hat
nicht erschrocken. Okay, irgendwer eine Waffe, nope. Doch, danke. Ah, shit. Oh Gott. Die ist auch leer! Alle dead? Sieht so aus. Oh shit, Alter. Und lass mich raten, wahrscheinlich ist gar nicht mehr so viel Blut. Ganz vergessen, dass man hier die Skelette. Oh shit! Nicht der Typ, bitte! Die ist leer! Irgendjemand eine Waffe! Irgendjemand! Ah, shit. Aber wir leben noch. Wir leben noch. Freu dich nicht so früh. Okay. Schnell weg da. Der andere hat einfach um die Ecke geschossen. Ich glaube, das ist ein neuer Typ, den wir bisher noch nie gesehen haben. Ausbruch. Level beendet. Alle besiegt, sehr schön. Okay, nur ein Stern leider, aber was soll's? Wir haben neue Treter freigeschaltet. Düser, vielleicht kurze Zeit die Fähigkeit zu fliegen. Hört sich spannend an, aber ich glaube in diesem Level nicht unbedingt so schlau. Von daher lassen wir mal die hier. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Level 12. Tschüss!